Dad, serious, do not enter this room by any means. Scheiße. Sehr gut, Luca. Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung. Heute wieder zusammen mit Martin. Hatten wir ja schon in Slender angekündigt, dass wir eine Map vorstellen werden. Hallöchen. Hallo. Und zwar haben wir uns die Far Cry 3 Map ausgesucht. Wir haben gesehen, dass die YouTuber, wie heißen die? Headfilms, glaube ich, heißen die? Headfilms? Ja. Headfilm oder Headventures? Ich weiß gerade nicht genau. Die machen darauf ein Let's Play. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Aber wir wollten euch die Map einfach nur kurz vorstellen, weil die Map echt extrem geil ist. Wurde unter anderem auch von Playmassive etc. gepusht. Oh, ich bin gerade auf dem Dach. Und wir sind halt hier gespawnt und wollten da jetzt einfach mal so ein bisschen rumgehen und so ein paar Sachen hier angucken. Hallo. Das erste, was wir vorhin schon gesehen haben, war der Keller, ne? Mhm. Der Keller war schon sehr interessant. Hier ist noch alles ein bisschen verwüstet und tada. Also ich weiß nicht, was das hier... Oh. If you see a block like this, use TNT on it. It'll reveal. Craft yourself a map when you can. It will make the things easier. Siehst du das hier? Far Cry 3 Easter Eggs. Oh. Easter Eggs? Oh, ein Buch. It's here below is the roof outline. Wow. Oh mein Gott, Far Cry 3. Oh, guck mal, voll, ich hab ein Buch, ich bin gebildet. Voll gut gemacht, ey. Die ganze Map, was ist das? Toss the Enderpearl to that platform to your right. Ja, hast du eine Enderperle? Warte, ja. Vielleicht sind hier... Ehrlich? Ah cool, hier sind auch welche. Ja, dann müssen wir die irgendwie da rüberwerfen, damit wir da hinkommen. Moment, ich bin noch im Creative. Enderperle? Hä, Enderperlen kann man nicht werfen. Ja, ich bin auch im Creative. Geht das da nicht? Nein, das geht da nicht. Game Mode 0. As you can see, they give you an additional ability. If you find them, you can use them to pass certain challenges. Was hast du jetzt drin gehabt? Enderperle. Oh wow, gib mal auch eine. Ja, da ist nur eine drin gewesen. Wo kann ich jetzt hin? Ich geh mal noch da unten einfach. Yay. Naja, gut, aber das wollten wir eigentlich nicht machen, sondern wir wollten uns einfach nur die Map angucken. Das heißt, ich gehe in den Game Mode 1 und gehen wir ein bisschen rum. Rumfliegen, einfach nur ein bisschen euch die Map zeigen. Okay, cool. Komm mit, Martin. Boah, ich hänge im Spinnennetz schon wieder fest. Ach, du bist nach oben schon. The Challenger lässt grüßen. Ja, ich bin schon oben. Alter, sieht aber schon cool hier aus. Also wenn das alles wirklich selber gebaut ist, muss ich sagen, Respekt. Also ihr findet wie immer Download-Link und Texture Pack und so weiter alles in der Beschreibung. Oh, da hinten ist ein Boot. Wo bist denn du? Hier nach oben geflogen. Du bist vor mir sogar. Du bist wieder unsichtbar. Ach, da bist du. Bist du unsichtbar? Du kannst mich einfach... Sag mal, blöd. Was steht da? Steht denn da? Closed. Okay. Hier steht... Nach da geht's zur Hut. Und hier steht Hut. Ich habe jetzt HDF gelesen. Alter, hier ist ein cooler Strand. Hier ist ein Boot. Hier sind so Strandkörbe wahrscheinlich, soll das so darstellen. Ein Steg. So halbe Baumstämme. Das sieht alles bisher ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich gehe mal aufs Boot. Ich gehe aufs Boot. Ich bin auch auf dem Boot. Ich habe einen Schalter gedrückt und nichts passiert. Hey, cool. Ich bin im Boot drin. Hier ist auch eine Kiste. Mit einem Schwert. Oh nein. Ey, das Boot ist voll geil. Ehrlich? Warte, ich sehe da hinten irgendwas. Ernsthaft? Ein Tintenfisch. Alter, das sieht schon krass aus. Es laggt. Es laggt? Laggt es wirklich? Ich glaube, der Server ist bei mir abgestürzt. Ist bei dir abgestürzt? Ja, weil es bewegt sich nichts mehr. Ja, dann beende das irgendwie, Minecraft. Ja, wie denn? Keine Ahnung, vielleicht einmal zukloppen oder so, aber dann ist, glaube ich, auch der Anruf weg. Egal, dann ruf mich gleich eben nochmal an. Ja, wie gesagt, Martin, der sitzt gerade neben mir mit einem Laptop, mit meinem MacBook. Und deswegen haben wir da teilweise ein paar Problemchen, wenn wir hier so Sachen aufnehmen. Okay, hier sind auf jeden Fall auch noch so ein paar Sachen. Tische, Stühle. Ja, und wie gesagt, dass der Anruf weg. Wartet mal, ich stelle es mal ganz kurz wieder her. Was ist? Ja, musst du anmachen. Hier, den Laptop. Ja, hast du ihn zugeklappt, jetzt musst du ihn wieder aufklappen. Okay, cool. Okay, Martin hat gerade Probleme mit seinem Laptop. Mit meinem Laptop, ich sag mal sein. So, ich gehe mal ganz kurz noch ein bisschen rum, was hier so zu sehen ist. Also wie gesagt, bei der Map hier wirklich alles selber gebaut. Ich weiß nicht, ob ein bisschen Tropic Craft benutzt wurde oder so. Das ist so ein Mod. Eine Mod.
Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Also der Strand, hier sind auch Wasserfälle, Falle, keine Ahnung, Wasserfälle, Fälle, geil, weiß ich nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Nur diese Wand, das sollen, glaube ich, Berge darstellen, aber es sieht nicht sehr schön aus, muss ich sagen. Also dieses Material. Aber sonst muss ich sagen, bisher gefällt mir die Map sehr, sehr gut. Geht in der Laptop an, muss man gedrückt halten oder einmal nur kurz draufdrücken? Einmal nur kurz draufdrücken. Dann will er nicht. Mein Gott, du machst doch eh alles kaputt. Also hier ist dann so die Berge. Was ist denn da unten? Da unten ist ein kleines Dorf. Oh, das ist sehr schön. Ja, das ist eher so ein kleines Mini-Dörfchen. Ah, nee, da sind noch mehr Häuser. Geht's wieder, Martin? Was? Geht es wieder? Ja, es ist ja komplett raus. Ja, habe ich ja gesagt. Sollst du ja auch machen. Ja, das habe ich gesagt. Das heißt, Martin ist gleich wieder da. Wieso? Bei mir funktioniert ja alles. Es geht nur nicht, wenn du da irgendwie bist. Oh, hier sind Zombies. Ach, eventuell sollten wir wieder Timeset 0 machen. Wie gesagt, wir werden kein Let's Play von dieser Map machen, sondern euch die Map nur kurz zeigen, weil ich meine, ich habe zurzeit eh schon Together Show, Lost, also ich habe zurzeit schon viele Projekte, deswegen erstmal nicht oder allgemein nicht. So. Oh, cool, hier ist so ein cooler See. Was? Ja, ja, mach mal. Dünn, 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 dünn. Hallo, Martin. Hallo. Ach, da ist er wieder. Hallo. So, teleportierst du dich zu mir? Ich muss erstmal in Minecraft wieder rein. Ja, und dann teleportierst du dich. Ach, du bist ja draußen. So, hier ist jetzt so ein kleines Dörfchen. Mit so einem Steg. Also, das ist bisher so die schönste Ecke, finde ich. Weil hier wirklich so ein Dorf mit einem Strand und dann ist hier so ein See. Was badet denn da hinten? Ach, ein Schaf. Mitten im See ist so ein Schaf. Hm. So. Da oben ist irgend so eine Burg. Ja, keine Ahnung, hat sie noch nicht aufgebaut. Ah ja, irgendwie sowas. Teleportieren Sie sich zu mir. Ich bin dabei. Hallo. Machst du dich in Game Mode? Bin ich doch. Ah, okay, cool. Guck, das ist bisher so die schönste Ecke, finde ich. Das ist kein See, das ist das Meer. Das Meer, hum, dum, da. Also okay, komm. Wo bist denn du? Hier. Ja, hier ist gut. Ja, hinter dir. Du fliegst ja die ganze Zeit vor mir weg. Genauso wie ein Slender. Auf einmal läufst du weg. Wo bist du? Mann, was machst du denn da? Also nein, falsche Richtung. Ich hab doch gesagt, ich bin auf dem See. Mensch, Martin. Ja. Ach, da. Hallo. Ach so, da. Also hier ist der See. Oh, da ist ein Burgdings oder so. Ja, das meinte ich. Das hat sich vorhin aber bei mir noch nicht ganz aufgebaut. Und zwar ist das, glaube ich, einfach nur irgendeine Ruine oder irgendwie so. Ja, sieht auch sehr danach aus. Eine fette Kanone, ja. Ja, ich bin oben drauf. Nee, doch nicht. Schade. Ich bin oben drauf. Nein, doch nicht. Ich auch nicht. Ach, hier geht's rein. Martin, guck mal. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, hier ist eine Kirche. Drin. Hier ist eine Kirche. Was? Guck. Oh, yo. Nee, lass uns erstmal in die Kanone gehen. Da kannst du nicht rein. Doch, klar. Hier ist auch extra so ein Weg nach unten, Mann. Oh. Wow. Wie ich schon gesagt habe. Oh, hier sind Betten. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Und Skeletons. Noch mehr Betten. Guck, jetzt sind wir hier drin. Wir haben aber einen schönen Ausblick, das muss ich sagen. Wo bist denn du? Hier. Ah. Haha, wow. Ha, wow. Hier sind 3 Potion of Health. Ja, brauchen wir auch voll gut, wenn wir so creative sind und so. Naja, gut, wollen wir weitergehen in deinen Dingens? Ja. Zu der Kirche, dann mache ich kurz das Schwert, das Dingens hier kaputt. Ey, das kommen war Sie meine mit? EP. Wow, der Minecraft-Ton ist voll leise. Wo bist du? Bin hinter dir. Okay, gut. Sieht aus wie ein Flughafen. Nee, doch nicht. Ist auch so ein Flughafen. Ist das ein Auto oder irgendwas anderes? Ein Panzer. Nee, das ist irgendein Stand. Eine Tankstelle. Das ist eine Tankstelle. Ja. Wie cool. Hey, da guck mal, was die für Preise haben. Wow, wie günstig. Lass mal tanken. Nein, mal viel zu teuer. Hier ist ein Geschäft irgendwie mit Klamotten oder so. Ja, Oakwood. Achso, irgendwie Essen oder sowas. Hier ist eine Garage mit auch Oakwood und Stick. Also die Map ist echt für so ein Ding jetzt ausgelegt für ein Let's Play, dass man da echt schon ein paar Sachen findet. Halt alles so im Far Cry 3 Stil, Open World, überall Spawn, Monster und Gegner. Schon sehr cool gemacht. Ich gehe mal in die Kirche rein. Ich gehe mal in Hotelbar. Ist mein Saufen. Ah, hier geht's rein. Immer ein Bierchen.
Büchern. Die Kirche ist auch schön. Employees only. Oh, hier geht's runter. Warte, ich komme auch in die Kirche. Hm, scheint TNT zu sein. Moment, nicht alles in die Luft springen, möchte ich jetzt nochmal angucken. Also hier unten. Hallo. Das war da schon. Ach so, ja, Martin. Nein, wirklich. Ach so, ja, okay. War, ich bin in dir drin. Ah, was machst du denn? Wollen wir beichten? Oh, können wir nicht. Ist zu. Also ich habe hier ein Steinschwert. Wo kann man denn beichten? Hier, aber da brauchst du erstmal einen Button. Hä, wo meinst du? Ach, da. Da. Ich häng schon wieder fest, ey. Opfer. Oh, hallo. Juhu. Warst du schon in dem Hotel hier? Hm, da ist nichts Besonderes. Hotelbar. Ey, da ist ein Fernseher. Hä, da ist was Besonderes. Da ist ein Fernseher. Ja, hier ist irgendwas eingeschlagen. Wow. Hier ist wieder so ein komischer Spawner. Hier brennt was. Ich hab den Spawner kaputt gemacht. Wo bist denn du? Oben im Hotel. Wollen wir ein bisschen weitergehen? Ja, komm. Kommen Sie mit. Komm, hier ist noch irgendwas. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Doch, da waren wir schon. Das ist der Anfang. Warte, ich habe doch eine Karte. So. Ja, da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen hin. Komm mal mit. Also, ich sehe noch von hier aus so ein Schiff. Großes Schiff? Ja, warte, wo bist du? Hinter dir. Komm mal, ich gebe dir mal die Karte, dann kannst du das angucken. Plopp. Da. Oh. Okay. Eine Kuh. Okay, da oben sind wir. Alter, die Map ist aber groß. Martin, wo bist du? Kommst du hinter mir her? Siehst du mich? Bei mir bist du noch auf dem Boden. Hä, ich bin oben. Jetzt bist du weg. Kommen Sie mit. Ui. Ja, lass uns mal da hinten hingehen. Und auf dem, also das ist ungefähr die Richtung, wo ich jetzt hinfliege. Wow, hier ist ein Berg. Du bist so ein Genie, ey. Ja, ich habe nur auf die Karte geguckt. Oh, was ist das? Das wird auf der Karte, glaube ich, gar nicht angezeigt. Nee. Martin, wo bleibst du? Ich bin über dir. Achso, auf der Karte lagst du nämlich und bist nicht über mir. Naja, liegt an Nitrado oder an dem MacBook? MacBook. Ich muss sagen, das MacBook ist auch sehr laut. Ey, das ist cool, hier kann man so. Bist du auch gerade da, wo wir sind? Wo ich bin? Hier ist ein Turm da. Gott, was war das? Wo bist du? Ah, da, okay, du bist neben mir. Hallo. Das sind so blöde Zombies. Stirb. Was ist denn das jetzt hier eigentlich für ein Turm? Ich muss sagen, die Gegner machen komische Geräusche. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Fernsehturm. Fernsehen macht, sonst wäre da oben kein Redstone drauf. Höchstwahrscheinlich, ne? Oh, ein Kompass. Gut, weiter in diese Richtung. Ich bin auf dem Weg. Kommst du mir hinterher? Moment, wo bist du jetzt? Mein Gott. Mein Gott. Kompass. So, ab weiter in diese Richtung. Da sind immer noch so ein paar Barrikaden, aber die müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht alle angucken. Es ist einfach eine normale Welt mit so ein paar, mit World-Edits und Sachen ausgetauscht, so die Bäume anders gebaut. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ist das alles sehr, sehr schön. So, hier ist jetzt ein Strand angeblich. Jo, hier ist ein Strand. Wow, da ist eine kleine Hütte. Wie süß. Und da hinten müsste gleich irgendwo ein Boot sein, in der Nähe von dieser Insel da. Schauen wir uns mal die Hütte an. Oh, eine Hütte. Hier ist der Eingang. Hallo Hütte. Hallo. Hier ist ein Steak. Der MacBook ist schon wieder abgekackt, ey. Hier ist Map 0. Ah, jetzt geht's wieder. Ich weiß halt nicht, was du alles nebenbei noch geöffnet hast. Ey, wie cool. Guck mal, hier oben sind Portals. Was hast du denn alles noch nebenbei geöffnet, Martin? Wieso ist Spotify an? Wieso ist Mail an? Alter, ich bin auf einmal im Nether und jetzt bin ich gleich wieder draußen. Geh nicht in die Portale. Auf gar keinen Fall. Ich hab gesagt, geh nicht in Nether, Martin. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ich sag noch, geh nicht in Nether. Und er geht in Nether. Egal, lass ein Ding ins Portal. Alter, ist das TNT? Nein. Nee, das ist Soul Sand. Okay, stimmt. Das ist Neverstein. Hä, warum war ich denn hier dann gerade so langsam? Hä, dann haben die gleiche Textur. Das ist komisch. Brauchst du gerade ein Portal?
Ich brauche erstmal Obsidian. Wie sieht denn das hier aus? Violette Wolle, graue Wolle, grüne Wolle, Purple Wool, Green Wool, Pumpkin, Soul Sand, Jack-O-Lantern, alter Stone, bla bla. Du kannst auch suchen. Ach ja, stimmt. Okay, ich hab's. Hol du dir ein Ding ins ein Feuerzeug. Hast du? Ja. Yay. Okay, ich bin wieder draußen. Alter, wo kommen wir denn hier raus? Ich habe einen Weg nach oben freigegraben. Oh, hello. Alter, wo sind wir, Mann? Okay. Wir sind komplett woanders rausgekommen, aber ich weiß ungefähr wo. Teleportier dich da mal zu mir, Alter. Ich bin hier irgendwo bei dir. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ah, ich bin auch wieder da beim Dingens, beim Strand von vorhin. Ah, da befliegst du rum. Mensch. So, kommst du mir hinterher? Ich flieg mich gerade zusammen im Schiff. Ich sehe dich schon. Ich glaube, da hinten müsste gleich irgendwo so ein Schiff sein. Aber wenn das da nicht ist, ne? Nee, das muss hier sein. Das ist auch auf der Karte angezeigt. Ich sehe da irgendwas auf dem Boden. Ja, aber das ist aber nicht das Schiff. Das Schiff müsste jetzt hier im Moment vor mir auftauchen. Hä? Eigentlich bin ich schon längst drüber. Ach, das ist ein Renderfehler. Ich dachte schon. Aber hier ist noch ein See oder so. Das da sieht interessant aus. Alter, was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Weg, Mann? Scheint auszusehen wie eine Straße. Ja, eine Straße. Oh, hier ist ein Schild. Geht's hoch? Nee, CMP. Ja, ich bin hinter dir. Oh. Ah, ne. Wo bist du? Ey, wir können ja zum Airport. Cool, Flugzeuge. Chill, warte, ich bin gleich jetzt hinter dir. Ja. Mir hackt's gerade alles. Ja, du läufst ja die ganze Zeit weg, warte. Bist du Airport gelaufen? Ja. Okay, bin auch auf dem Weg. Ich brauche ein Flugzeug. Ich bin jetzt am Airport. Ich auch. Ich sehe dich. Hier ist ein Auto. Ich gehe mal in das Gebäude rein. Ich bin direkt hinter dir. Dad, serious, do not enter this room by any means. Scheiße. Sehr gut, Luca. Da stand do not enter this room und da dachte ich, okay, dann gehe ich da mal rein. Du bist ein verfickter Pro, ey. Ich weiß. Okay, hier ist ein Flughafen. Gibt es auch Flugzeuge? Erinnert mich irgendwie alles an DayZ, so diese ganzen Container hier. Höchst interessant hier alles. Überall Schalter, naja. Gut. Gibt es noch irgendwie mehr auf der Map zu sehen? Also ich meine, es ist ja, das soll jetzt nicht negativ kommen, aber es ist ja schon eine Menge, was wir gesehen haben. Oh, ich habe einen Diamanten gefunden. Diamanten! Martin, wo bist du? Siehst du mich? Ich bin vor diesem großen Loch, was ich erzeugt habe. Ja, ich sehe dich. Gut, kommst du mir hinterher? Okay, gut, komm hinterher. Da wäre noch vielleicht irgendwas, also da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier, das ist irgendeine Brücke oder so. Oh, cool, hier ist auch noch ein fettes Gebäude. Aber da müssen wir nicht unbedingt reingehen. Hier ist die Brücke. Die sieht doch auch schön aus. Das sind sogar Eisenbahnen. Ey, hier war ich gerade nicht. Ey, lass mal mit dem Minecart weiterfahren. Beförderung, Lore. Irgendwie langsam. Martin, ich schaff das nicht. Guck mal, ich fahr wieder zurück. Ach, Mann, oh. Ich dachte, Minecarts fahren jetzt von alleine. Nein. Doch, tun sie. Ich hab nach vorne gedrückt und das fährt jetzt nach vorne. Das ist langweilig. Also ich glaube, die Strecke hört eh da hinten auf. Ja, die hört eh hier auf, das bringt nichts. Ach, Mist. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Interessant. Wortspiel. Oh, hier ist noch ein fettes Gebäude. Oh, ja. Oha, da ja, das wäre jetzt auch drin. Das gewesen, wo ich gesagt habe, dass wir da noch hin könnten. Da brennt es drin. Oh nein. Lass mal reingehen. Wo ist der Eingang? Da, wo du bist, glaube ich, oder? Nee, hier. Nee, daneben, ja. Steht denn ja.
You better be quick. Building is about to collapse. Okay. Oh. Ja, aber Feuer kann ja hier nicht überfangen, weil hier fast kein Holz ist. Oh. Ich bin in den Katakomben. Nee, doch nicht. Das ist der Eingang, der Untereingang. Oh, lol. Hast du da TNT nebengesetzt, Martin? Nein. Irgendwas gerade in die Luft geflogen. Oh, oh. Ich schaue mir das Ganze mal von oben an. Alter, gibt's sogar mehrere Etagen. Irgendwie hakt das schon wieder. Scheiß MacBook. Bei deinem PC hakt's natürlich nicht. Nee. Hä, ich lauf auf... Oh, da ist Sand runtergefallen. Naja, gut. Ich würde sagen, das war's erstmal von der Far Cry Map. Ich laufe jetzt nochmal kurz zum Strand, um euch so eine schöne Ecke zu zeigen hier. Moment. So, da. Ich würde sagen, falls euch das Video... Warte, ich mache einfach Slash Kill. Dann bin ich doch da wieder. Respawn. So. Meine lieben Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich sagen, gebt einen Daumen hoch. Download-Link, Texture-Pack und so weiter findet ihr alles in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, mit diesem tollen Ausblick hier auf dieses schöne Schiff, sagen Martin und ich erstmal Tschüss von dieser Far Cry 3 Map, die ich wirklich sehr schön gestaltet finde, oder? Also ich würde, wenn es ein 10-Diamanten-Ranking gibt, würde ich der Map locker 10 Diamanten geben. Also ich gebe dir 10,5. Ja. Gut. Aber ich finde echt, die hat es verdient. Also das war bestimmt Tonnen Arbeit. Wow, hier ist ein Vulkan. Naja, okay. Tschüss. Ciao.